Willkommen zurück in Trauerlands, wo Roland letzte Folge ja einfach so weggebrutzelt wurde und Seppo einfach unsensibel die Reise hier startet. Ja, es kam so unerwartet, dass er gestorben ist. Das tut mir ein bisschen weh in der Hose. Das macht mich traurig. Was? Zum Teufel kommst du denn her? Hä? Wir sind hier in der Zielübungen Schießrange. Das war nur ein Trick. Wo sind wir? Keine Ahnung. Du blockst mich. Du blockst mich. Geh weg. Okay. Geh weg. Hab ich dich nach Sanctuary gebracht? Halt's Maul. Hilfe. Komisch. Hilfe. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Hä? Ja, wir haben ein Duell gestartet. Du kannst da nicht rausgehen. Achso, ich hab mich gewundert, was das hier für eine. Alter. Ich spüre den Schmerz. Du hast dich selbst gekillt. Alter. Ja, rest mich doch mal. Ach, du bist wirklich komplett tot. Ja. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten ein Duell. Ja, du, vor allem hast du dich selbst mit der Axt gehauen. Das war noch nicht mal ich. So halt, ne? Rest mich mal nochmal. Ja, liebe Freunde, Seppo kann das Spiel einfach noch nicht so gut. Ich nehme mal lieber eine andere Waffe in die Hand. Ja, schön. Ah. Herrlich. Ja. Das Spiel fängt ja schon wieder gut an, Jordi, ey. Ja, schöner Part. Fängt gleich gut an, so. Was haben wir denn jetzt hier Lustiges? Ach ja, jetzt trauern wahrscheinlich alle, dass er tot ist, oder was? Roland. Ich dachte immer, sie wäre der Firehawk, aber scheinbar ist sie jemand anderes. Brick ist da. Ja, wir müssen aber mit ihm reden. Kammerjäger, du bist alles, so, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Bloodwing getötet, aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Info Stockade. Da musst du hin. Na dann, wir Sepp uns da bestimmt jetzt hinporten. Volk von Pandora. Nee, wir haben die Quest noch nicht. Tot. Ermordet. Doch? Ja, jetzt gerade erst bekommen. Daher habe ich mich entschlossen, sein Kopfgeld zu streichen. Wenn jemand diesen Kindermörder tötet, bevor ich die Chance dazu habe, werde ich denjenigen finden. Und er wird es bereuen, mich meiner Rache. Ich glaube, es ist aber die falsche Quest. Ich muss gleich nochmal gucken. Also es war die Quest, die jetzt automatisch ausgewählt worden ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das eventuell die richtige ist. Ja. Ich hol mal ein Auto. Brauchen wir eins? Ich schneid dir die Augen. Ja, ist sinnvoll. Wo müssen wir denn hin? Ach, da unten. Nee. Hä? Was ist denn das? Keine Ahnung. Bist du sicher, dass du uns hier richtig hinteleportiert hast? Ach, da oben, ganz oben links. Müssen wir raus. Da ist jetzt anscheinend neu aufgegangen. Wo ist denn hier der Autoautomat? Ach, hier. Ich habe sogar auf dich gewartet, hallo? Ja, ich nehme hier den Portkasten. Mittlerweile habe ich mich ja daran gewöhnt. So, bin drin. Ach, schon wieder hier diese Fass-Mania. Ich mag das Fass-Auto. Ja, du musst es ja auch nicht abfassen. Überlass mir diesen Sitz. Wir können auch gerne tauschen. Nein, ich will nicht fahren. Das ist ja, ich will auch nicht. Ja. Du musst nur einmal treffen mit dem blöden Fass-Ding und dann fallen die Gegner auch schon in tausend Teile. Huch. Ja, und aber das gestaltet sich nun mal nicht so einfach. Ich glaube, wir sind hier zumindest fast richtig. Naja, nach oben links. Ja, oben links auf einer Karte funktioniert nicht. Auf der Karte gibt es nicht links und rechts. Da gibt es nur Norden, Süden, Osten, Westen und so. Ah, was? Ja, keine Ahnung, wo ich hinfahren soll, wenn du hier sagst, einfach links und rechts. Und ja, genau, hast hier hin. Gesehen. Ja, ach, okay. Dann ist ja alles super. Iridium Blight. Hoffentlich gibt es da viel Iridium, damit ich ein paar weitere Sachen upgraden kann. Ich hoffe nicht, kann, dass es wie Blight Town ist. Oh doch, das wäre ganz super. Boah, nee, geh weg. Willkommen in Iridium Blight. Ja, wo müssen wir hin? Ist noch kein Ziel auf der Karte. Aber früher war es nicht ganz so schlimm. Ah, jetzt ist ein Ziel auf der Karte. Müssen wir vielleicht hier durch? Könnte sein. Da geht zumindest die Tür auf. Folge einfach mal der Straße, was hältst du davon? Mach mal.
Das ist immer eine kluge Idee mit einem Auto, glaube ich. Oder so. Ja, funktioniert im Straßenverkehr auch meistens. Ja, funktioniert da ganz gut. In Videospielen manchmal. Obwohl so Fässer auf. Alter! Ich hab versucht zu bremsen, hast du gesehen, ne? Ja. Verdammt! Jack will nicht, dass wir ihm zu nahe kommen. Ich hab volle Kanne in die Eisen gedrückt, aber. Aber die Brücke hat sich einfach verabschiedet, ey. Na toll. Ah, da drüben ist nochmal ein Autoautomat. Aber das war geskriptet, also im Endeffekt. Ja, ich weiß nicht, ob man das hätte dodgen können. So, ich hab wieder eins ran geschafft. Ja, ich bin drin. Wo müssen wir überhaupt hin jetzt? Ich folge einfach mal, warte mal, hä? Nach Norden. Ja, ach so, also jetzt, ich folge einfach der Straße hier in die Richtung, glaube ich, ja? Ja, sieht, wenn die Straße irgendwann Knicken macht, dann macht sie. Ja, so. Stimmt, da oben ist eine Kreuzung. Die ist im Moment noch nicht aufgedeckt, aber das könnte gut hinkommen. Ist halt die Frage, ob du die Straße nach rechts oder links folgen musst, weil links könnte auch sein. Ja, hier ist so ein Türding. Ja, jetzt ist hier die Frage, ob rechts oder links. Ach, das erkenne ich nicht. Immer der Gesinnung nach, sag ich, ne? ja, hier ist auf jeden Fall. Ich fahre diesmal etwas langsamer. die Brücke ist aber hier echt scheinbar. Keine Ahnung. Ja, und hier ist so. Rechts. Ja, ist richtig. Ich bin einfach ein Held, ne? Ich hab es geschafft zu navigieren. Aber was mir auffällt, hier sind relativ wenige Gegner irgendwie. Vielleicht haben wir die auch einfach alle umfahren. Umkurvt mit den massiven Skills, die ich habe. Ich hab nicht nur einen Skill. Ich muss mal Munition aufladen. Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Natürlich, Alter. Wollen wir hier? Ach so. Seit Jahren gegen die Sawtooth. Diese Bastarde haben Dutzende Kammerjäger an Jack ausgeliefert. So, irgendwo hier nach unten müssen wir. Es gibt ein Achievement, dass man hier so einen Goliath viermal leveln lassen soll, bevor man ihn tötet. Hier unten ist der Eingang, glaube ich. Wo bist du? Unten. Bist du echt komplett runtergehüpft? Ja, da ist der Eingang. Oh. Das macht den ganzen Spaß hier deutlich einfacher. Jo. Aber wahrscheinlich müssen wir den regulären Weg wieder nach oben irgendwann. Wir müssen irgendwie mit einem Lift fahren oder so. Na, stand da. Hier ist gleich falsch. Siehst du das Objective-Ding? Ja, auf der Karte schon, aber nicht jetzt halt hier in Natura. Ich auch nicht. Jetzt sehe ich es in Natura, also... Nein! Nein! Alter, jetzt bin ich hier fast runtergefallen. Wo ist das Aufzug-Ding? Ich muss erstmal hier rumkommen. Ich bin hier unten, wie komme ich hier wieder hoch? Das warst du gar nicht, ich dachte, das warst du, aber das war hier nur so ein Typ. Ach, hier ist eine Leiter da hinten, warte mal. Ich habe mich irgendwie eine... ungute Situation gebracht. Ich versuche mal wieder hochzukommen. Mach mal. Ach, da ist einfach eine Leiter an der Seite. Ja gut, das erklärt einiges. Wo bist du eigentlich? Auf dem Weg zum Objective. Ja, ich auch irgendwie. Wo ist... Ach, warte. Hier ist es. Warte mal, ich töte mal kurz den ätzenden Goliath. Ach so, der ist resistent. Ich habe den Aufzug gerufen. Warte. Wo bist du denn? Ich raff's nicht. Bin ich zu blöd? Ach nee, da bist du. Ach, guck mal. Genau, hallo. Hier kommt jetzt der Aufzug. Ich weiß nicht, ist er jetzt schon da? Kommt der noch? Da oben ist er, glaube ich. Ja, ich habe den Knopf schon gedrückt. Also hier sollte der jetzt kommen, glaube ich. Kommt der runter? Nee, da bewegt sich nichts. Töte Morders Angriffstrupp. Wir haben gerade eine andere Aufgabe. Ach so. Wir müssen irgendwelche Gegner hier töten, bevor wir... Ja, mach doch mal. ...den Aufzug benutzen dürfen, wahrscheinlich.
Dann halten wir doch mal einmal hier rein, in die Zwergratten. Ja, machen wir mal. Ohne Schmerz kein Brei. Ich freue mich echt drauf, wenn das hier mal wieder ein bisschen anzieht. Also die sind jetzt doch recht einfach. Ach was. Und der läuft natürlich auch noch schön in meine Säuregranate. Ja, ich habe da auch was hingebolzt. Hallo. Selbstmord, Psycho, geh weg. Alter, wie viel kommen da noch? Oh, der hat mein Schild durchhauen. Alter, 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 ich bin tot. Warum? Was ist denn da los? Ja, da ist aber noch einer. Nein, den wollte ich jetzt auch wegsnipern. Schildbooster, ja, der lädt dein Schild wieder auf wahrscheinlich. Hier ist ein Mod für dich. Ja, das ist bestimmt voll gut. Bestimmt. Fackelnähern, ja, ich habe noch keine Feuerskills. Noch nicht. Level 37 werde ich ungefähr brauchen für die Feuerskills. Zumindest werde ich mich da umskillen und dann... Ja, nu? Voll Feuer sein. Ach ja, jetzt müssen wir wieder zum Aufzug, glaube ich. Betritt das Main Street Reservoir. Reservoir. Hä? Wo ist das? Aufzug rufen. Kommt nicht. Keine Ahnung. Hm. Ich folge dir einfach. Was hältst du davon? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ja, ich auch nicht. Das ist ja super. Aber ich glaube, wir müssen einfach... Da war noch so ein zweiter Ausgang hier irgendwo rechts gleich. Nicht da. Nicht da, wo ich rumhüpfe, sondern da kann man auch ganz normal auf legitimen Wege hingehen. Ja, ja. Hier? Ja, ja da oben. Ja, da oben, glaube ich. Mhm. Alter. Seems about right. Ja, wenn man es schafft, die Treppen hochzukommen. Ja, die hat sich bewegt. Genau. Konnte ich nicht ausweichen. Die hat dich gedodged, ne? Ja. Hier oben. Als ich das letzte Mal hier war, hatte ich Tiny Tina im Schlepptau, die Granaten auf die Sawtooth-Banditen warf, während ich sie zu Matsch prügelte. Also, keine Ahnung, das Goal ist irgendwo da hinten. Oh, hier sind irgendwelche komischen Viecher im Wasser, aber wir sind hier eh falsch im Wasser, also ich bin hier, glaube ich. Wir müssen, glaube ich, da hoch, auf der anderen Seite. Ja, glaube ich auch, weil da vorne sieht eher so nach Wasteland aus. Ja, da ist nur... Irgendwas schießt da noch. Was soll meine Waffe, wenn meine Waffe leer ist? Dann muss ich sie nicht mehr retten, oder was? Nee. Na ja, super. Gott, wie wir einfach mal durchheizen. Jack hat schon ein ziemlich dickes Ego, ne? Ach was. Ja, ist mir davor noch nicht so aufgefallen, weißt du. Irgendwas holzt da ziemlich heftig auf mich. Zerstörst, wird er so angepisst sein, dass er den Aufzug nach unten nehmen wird, um sich an dir zu rächen. Oh, guck mal, hier ist irgendwie was ganz Tolles. Ich dreh mal dran. Mach mal. Ah, hier kommt. Ja, ich hab schon kaputt gemacht. Dieser Slap hat meinen Kopter hochgejagt, ohne überhaupt auf die Explosion zu sehen. Aber ich hab keine Angst. Ich komm runter und dann stirbst du. Klingt, als könntest du jetzt den Lift nehmen. Du kannst Motor beim Also bist du hoch. Ja. Lass mich! Man erkennt mich normalerweise an dem Namenstag. Ja, darauf achte ich nicht. Ja. Mit solchen Kleinigkeiten halte ich mich nicht auf. Ja. Ah, Mann, ich mag. Irgendwas macht hier ziemlich Schaden. Ja, keine Ahnung, mich hätte gerade auch irgendwas verhauen. Ja, ich glaube, der Kopter. Den Kopter habe ich schon kaputt gemacht. Den da bösen. Sind mehrere. Ja, aber Also, ich habe ihn getötet. Der konnte nicht mehr abheben. Ich habe den getötet, bevor der das erste Mal fliegen konnte. In zwei Schüssen. War ziemlich traurig irgendwie. Naja. Wir müssen irgendwie wieder zurück. Vielleicht. Unter Umständen. Ja, ach, wir müssen hier komplett zurück, oder was? Ach. Giant. Alter! Ui.
dass man den Sprung schafft, das war jetzt Glück. Na, das geht doch. Ich bin da einmal über den kompletten Abgrund gesprungen. Ja, ich auch. Komplett ohne Angst sogar. Like a total badass und so. Nehmen wir doch mal hier die Lore, Mine, die Minenlore und gehen mal hier unten in den Scheißhaufen. Ja. Du bist eine geile Maschine. Danke. Ach da, ich glaube hier, ah nee, auch nicht. Ah, hier ist jetzt der Fahrstuhl und hier ist Morta und Morta ist jetzt Mortadella. Du bist wirklich der beste Slap aller Zeiten. Ich weiß, ich bin der beste Slap aller Zeiten. Ja. Tschüss, Deathtrap, dich brauchen wir nicht mehr. Find ich war schon schön ein bisschen mit dir. Traurig. Ja, ich auch. So eine geile Maschine. Huch. Ich würde hier gerne mal raushüpfen. Ach, es geht nicht mal. Komm und klauen die Sprengsätze, aber dazu muss der Luftraum frei sein. Schalte die Kopter aus. Ah, ich hasse das, so fliegende Gegner. Ist doch scheiße. Ja. Triff mal wieder nix. Das ist sehr true, leider. Wo sind denn hier überhaupt Kopter, die wir ausschalten? Keine Ahnung, hier sind erstmal normale Gegner. Ach, hier oben. Verstehe. Kopter weg. Noch ein Kopter. Hallo, nachladen. Kopter weg. Keine Ahnung, ich töte hier die kleinen Gegner, die normalen Gegner. Ich treffe nicht, weil ich, keine Ahnung. Ich kann auch mal auf den Kopter da holzen. Ich wollte die andere Waffe aber dafür. Kopter weg. Du machst schon irgendwas, ja? Ja, ich mach irgendwas, aber weg. Ich mach nichts Sinnvolles, glaube ich. Ich komme mal zu dir. Soll ich mal auch einen Kopf da wegmachen? Ja, mach mal. Ich hab mich getroffen. Kopf da weg. Das war mein Kill. Nein. Welche Kisten? Ja, wahrscheinlich die hier. Ja, das sind die da. Da müssen wir jetzt hier sagen, hallo, das ist die Kiste und so. Ja, ich hier kann ist nicht. Eine. Ich konnte mit der nicht reden, mit der Kiste. Die wollte einfach nicht mit mir sprechen. Ja, du hast doch den Transmitter schon drauf getransmittert. Ach so, muss man die nur angrabeln? Ja, ja, klar, dann legst du da oben so ein Moped-Ding drauf und dann fängt es an zu piepsen. Dann macht es piep. Piep, 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 piep. Piep, piep, piep. Oder dein Transmitter war kaputt, man weiß es nicht. Okay. Ah, ach so, ja. Ist fertig. Ich frag mich, wenn ich hier drauf stehen bleibe, ob die mich mitnehmen. Ja, ich will mal wissen, ob der mich jetzt mitnimmt hier, dieser Slap-Hilfskopter. Nein, der hat mich runtergekickt. Einfach am Ostende des Turms runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation willst. Da ist Norden. Dann hier, oder was? Hat er gesagt Norden? Nee, Osten. Aber wenn da Norden ist, dann hier, oder? Ja. Slap, bist du gerade aus dem Kopternest gesprungen? Gott verflucht, machst du mich stolz. Ja, ich bin halt cool. Du bist der Allergeilste. So, machen wir ja, lassen wir die Action. Einfach, lassen wir die einfach stehen, würde ich sagen. Die ja, ja, der holt ja schon lustig rum, das passt schon. Die geben eh keine XP. Könnte mir nochmal eben Muni hier an der Muni-Bude holen. Der Running Gag, dass der die ganze Zeit Slap sagt, ist einfach nicht mehr lustig. Irgendwie. Alter, achso, ich bin hier gerade an der. Hä? Wo war denn hier die Muni-Bude? Der sagt mir, ich soll hier nach Iridium Blight, müssen wir da wirklich hin? Keine Ahnung. Ich drück einfach mal hier. Slap ist in einem Menü. Ja, Slap war noch nicht bereit. So, Slap ist jetzt bereit. Machen wir fertig. Frechheit hier. Mist? Weil du einfach in einem Menü bist. Ja. Ich wollte mal gucken, was es zu essen gibt. Ja, ich glaube, der war auch nicht witzig. Wo ist unser Kackauto? Ja, ein Autoautomat ist hier in der Nähe. Sind ja auch wieder nur Mobs drumherum. Geslashed. Fire in the hole!
Ah, ich habe keine Granaten mehr. Ich mach mal ein Auto fertig. Ja, mach mal. Bin wieder ausgestiegen, aus Versehen. Okay. So, ich bin wieder hier am Katapult. Alter, fahr da hier nicht runter. Habe ich nicht vor. Ich halte einfach mal ganz grob auf das Ziel und das wird schon passen. Was hältst du denn davon? Ich gucke. Wir müssen hier eigentlich wieder raus. Und zwar zu Arid Nexus Boneyard. Ach gut, da können wir noch nicht hinbauen, weil wir noch nicht waren. Doch die Wand können wir auch nicht. Ich hab's versucht, ich schwöre. Wir haben ziemlich viele Racks hinter uns. Vielleicht können wir hier durch dieses Türchen. Mach mal auf, danke. Die Selbstschussanlage ist auch immer ziemlich verzweifelt irgendwie. Die trifft nicht ein einziges Mal. Genauso wie ich mit den Fässern. Tja. Wir haben sicher zwei gefunden. Jetzt sind wir hier, glaube ich. Nein! Das war knapp. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf die Straße. Geh rein und finde raus, wo Lilith und der Krieger sind. Und währenddessen werde ich einem Hyperion Außenposten einen Besuch abstatten. Mal sehen, ob ich dort ein bisschen schwere Panzerung für unseren... Ja, interessant, was er noch erzählen wollte. Aber, ja, Pech gehabt. Man hätte ja mal schneller machen können. Ja, Abschluss. Wir müssen das abschließen. Ach hier, mit diesem Ding da, oder? Ja, wir müssen mit diesem Ding da reden. Ja, mach mal. Siehst du das Gebäude, aus dem das Licht strahlt? Das ist die Infostocade. Wir werden dich durch die Haupt-Iridium-Pipeline reinschleusen. Geh jetzt dorthin. An der Seite der Pipeline sollte eine Leiter sein, die zu einer Wartungsluke führt. Dadurch kommst du ins Innere der Pipeline. Es wird schmutzig, aber so kommst du zur Stockade. Ja, hier das Fahren, keine Ahnung. Stopp! Was stopp? Oh. Ja, hier ist Ziel. Hier muss irgendwo Leiterluke und... Alter, blockier doch nicht in meinen Weg. Ja, da drüben ist eine Rampe. Ich fahr mal... Ach so, du bist ausgestiegen. Mhm. Muss ja hier mich mal umgucken. Du machst das schon. Die Leiter ist gerade runtergefallen. Verdammt. Bist du okay? Sieht aus, als wäre die Leiter kaputt. Ach was. Allerdings scheint die Pipeline gesprungen zu sein. Ich wette, wenn du den Druck erhöhst, kannst du das Rohr aufsprengen. Geh auf diese Weise rein. Ey, du bist ja so ein Troll. Geh zu einer der Pumpstationen. Wie lange bist du im Auto noch hinterher? Ich fand das gerade nur zu lustig irgendwie. Das sieht so aus, als ob man da nicht durchkommt mit Auto. Ach, da hinten vielleicht. Nein. Nee, sieht so aus, als ob wir hier aussteigen müssten. Kommen wir hier über diese komische... Nein. Nee, wir müssen hier wieder ein Stück zurück, glaube ich. Und dann einfach da rechts rein. Hä? Sind wir jetzt echt so weit noch gefahren? Nö, es müsste hier nach diesem Pfeiler-Ding sein. Ja, hier. Kommt man da durch? Da hinten sicherlich. Man kann ja ducken. Ach komm, machen wir mal hier der Strip an. Der hier ist unsichtbar. Und der ist Level 28. Alter, irgendwas hat mich fast getötet. Das warst du wieder. Nein, weil ich überhaupt nicht geschossen habe. Ich bin gar nicht in deiner Nähe. Doch, das warst du. Nein. Doch, das warst du. Hyperion. Eine Granate oder sowas. Hä? Wo müssen wir denn hin? Naja, hier lang. Überlade Pumpstation. Ich mach mal, ja.
Ja, mach mal, ich hab da nicht gefunden, wo ich hin muss. Granate, gib mir Deckung! Okay, einmal. Und zweimal. Hä? Ach, du bist oben oder was? Wie bist du da hochgekommen? Komm mal auf die Pumpe. Komm mal auf die Pumpe, yo. Wo? Hier? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir könnten alle auf der Pumpe weiterlaufen. Ja, du musst da außen rum und dann hier hoch und dann. Du musst da in das Gebäude rein quasi. Ja, genau, den Weg habe ich ja gesucht, aber ich habe keinen Weg da rein gefunden. Ja, ich laufe einfach mal auf der Pumpe weiter, wenn das geht. Wie er mir nicht helfen will. Ja, ich habe doch gesagt, was du machen musst. Ach, da hinten ist eine Treppe. Das können wir, glaube ich, vergessen. Ich glaube, wir müssen sowieso außen rumlaufen. Ja, vielleicht hätte ich das Auto nicht einfach liegen lassen sollen. Du kannst ja schon mal zur anderen Pumpstation gehen. Ich mach die hier. Ach, es sind sogar zwei. Ja, wir können uns hier aufteilen. Ist das super? Ach so. Ja, ich mach das mal eben zu Fuß. Ich bin jetzt quasi da. Ja, ich sprinte dann zur linken. Gucken, wie lange ich dahin brauche ohne Auto. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Ich bin hier gerade durch einen giftigen Iridiumsee am Laufen, aber der macht mir keinen Schaden. Doch, macht er irgendwie, aber das ist so wenig, dass nicht mal Schild reduziert. Ach, guck mal, hier ist irgendwie ein Teleporter oder sowas. Ja, ich muss hier eine Etage tiefer. Na, ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Oh, ich bin hier im Gebiet, wo ich raus muss. Was? Ja, hier war so ein Sperrgebiet, also sprich da, wo du stirbst, wenn du weiter langläufst. Ach so. Dachte schon. Es könnte sein, dass das hier umfangreicher ist. Nee, ist es glaube ich doch nicht. Sah nur auf den ersten Blick so aus. Kann sein, dass wir auf die gleiche Station laufen? Nee, gut. Dachte es nur für einen Moment. Ich bin bei Iridium Pump Station 3. Das ist super, ich bin nämlich bei Station 2. Ich hoffe, man kommt jetzt hier wieder raus. Pumpstation vor, dann können wir die Pipeline aufsprengen. Ja, geht jetzt hier vielleicht die Tür auf? Das wäre ganz nett. Nein. Ja, bei dir, ne? Genau. Ja. Nein, bei mir. Sehr gut. Der Druck in der Pipeline ist so hoch, dass sie jetzt sind halt hier Roboter gespawnt und ich muss die töten, glaube ich. Nein, dann rammen wir die Pipeline mit dem Fahrzeug. Gelang ja. Die, ne? Ja, wie soll ich denn hier rauskommen, ohne die kaputt zu machen? Sag mir das mal. Deathtrap. Ich hab kein Deathtrap. Ja. Irgendwo ist ja immer was. Ich lauf mal hier raus und ich hoffe, dass wir uns gleich. Wo ist denn hier der Aufzug, wo es wieder rausgeht? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ich finde den blöd. Ach, hier, glaube ich, oder? Ja. Bist du da? Sehr schön. Gut. Ramme jetzt die Pipeline mit deinem Fahrzeug. Das wird dich wartest du auf mich? Oder nicht? Ja, ja, ich habe kein Fahrzeug. Du müsstest sowieso mit dem Auto kommen. Das ist sehr praktisch. Ich bin hier, glaube ich, beim Autoautomaten. Ja, tatsächlich. Aber man kommt an. Weil wegen Autoneed. Ja, wo bist du? Ja, da, wo die Röhre so grün leuchtet, da musst du jetzt wahrscheinlich vorheizen. Ja, willst du mit einsteigen? Ja, kann ich machen. Also schießen zählt nicht, du musst rammen. Ach, deswegen ist auch die Rampe. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Den Wumms habe ich bis nach Sanctuary gehört. Du gelangst jetzt durch die Pipeline in die Stockade. Geh rein okay. Und finde raus, wo der Krieger begraben ist. Also wir müssen jetzt ins Loch. Mhm. Aber in welche Richtung? Achso, es gibt nur eine. Wieso ist die andere? Achso. Haha. Großartig. Einfach schön Korken drauf. Yang West. Ja, dass du manchmal hinterher hängst, habe ich schon bemerkt. Ja, ja, ja. Ich habe fast ein Level, by the way. Ja, ich auch. Oh, hier ist eine dicke Kiste, die kann man aufmachen. Von hier. Hä? Wo müssen wir denn hier hin?
Hier ist eine dicke Kiste. Kannst du ja mal gucken, ob da dir was gefällt. Nein. Achso, wir müssen hier einfach hoch. Wir müssen hier runter, glaube ich. Nein, wir müssen hoch. Nee, ich glaube, wir müssen nach unten. Nein, nach oben. Ich glaube, wir müssen nach unten. Nein, nein. Nach oben. Dann gehe ich einfach mal nach oben jetzt. Oh, ich glaube, wir müssen nach unten. Nee. Ja, ich glaube, lass noch mal bis dahin gehen und dann können wir den Part auch beenden. Glaube ich schon bei fast eine halbe Stunde. Das ja, können wir machen. Ah ja, wir müssen hier unten in das Gebiet. Da aktivieren wir noch mal fix den Safe-Punkt. Dann können wir nämlich hier Schluss machen, würde ich sagen. Wa? Können wir machen. Ich sag bis dahin. Und ich sag tschüss.